Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ich möchte euch was Neues zeigen, Curious Expedition Rivals. Es ist eine Art Ableger von dem klassischen Curious Expedition. Eine Art, ich möchte es fast MMO bezeichnen. Ich habe es kennengelernt im Gespräch mit den Entwicklern, mit Maschinenmensch auf der Gamescom und war gleich neugierig geworden. Und jetzt ist das Ganze wieder aktiv in der Beta. Und deshalb teste ich das mit euch jetzt mal aus. Es handelt sich dabei ja um doch was ziemlich anderes als das klassische The Curious Expedition. Man spielt in einer riesigen, ebenfalls generierten Welt und muss dort eine einzelne goldene Pyramide finden. Die Welt ist aber so unfassbar riesig, dass das sowieso nur mit der Hilfe von anderen, von vielen anderen Expeditionsführern geht, also mit Online-Spielern. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Das ist also, wie gesagt, so eine Art MMO. Am Anfang hatten sie es wohl so gemacht, dass sie die Welt so lange haben bestehen lassen, bis die Pyramide gefunden wird. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, wir sind jetzt bei World 7. Das ist alles, sind jetzt so Testphasen. Ich habe den Eindruck, sie haben jetzt immer noch eine feste Zeit, so alle, die läuft immer nur 2 Tage und entweder wird sie gefunden oder sie wird nicht gefunden. Bin mir ganz sicher, wir werden es sehen. So, wir können hier zufällig uns einen Forscher generieren lassen. Ich guck mal, was mir hier gefällt. Der gefällt mir ganz gut. Und wir starten eine neue Expedition. So, und jetzt seht ihr, jetzt gibt es ein paar Sachen zu erklären. Also ihr seht jetzt erstmal diese riesige Welt. Und ihr seht, was von dieser riesigen Welt schon entdeckt wurde. Das sind diese kleinen, ja, ich sag mal Pixelpunkte. Das ist sozusagen eine so eine frühere Kachel. Die üblichen späteren Missionen bei The Curious Expedition bestanden aus 5, 6 Kacheln. Das sind jetzt 10.000 Kacheln. So, und dann gibt es was Neues, nämlich Außenposten. Das sind diese kleinen Häuschen. Und die deckt man auch auf und alles, was die Mitspieler aufdecken, also nicht alles, aber zumindest die Landschaften, die von den Mitspielern aufgedeckt werden, die sieht man hier auch. Allerdings nur, wenn sie in einem so einem Quadrat, das ich euch nachher gleich zeigen werde, alle Fragezeichen aufdecken. Dann gilt das als erkundet. Dann wird auch festgehalten, wer das erkundet hat. Also wenn wir hier was erkundet kriegen, dann wird das Steinwallen auch wird dort Steinwallen auch festgehalten werden, was eine sehr coole Motivation des Ganzen ist. Ja, und von diesen Außenposten aus kann man eine weitere Entdeckung durchführen, sodass man Stück für Stück sich über die Karte arbeiten kann. Der Clou ist, es gibt diese Dinger, die man erfinden konnte, jetzt habe ich blöderweise den Namen vergessen, um die Pyramiden aus der Erde zu holen. Die gibt es hier auch. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und wenn man die findet, dann zeigen die einem mit einem Pfeil die Richtung an, wo die Pyramide sein könnte. Das ist sozusagen so ein entscheidendes Wissen, was man bekommen kann. Insofern muss man viel erkunden. So, das ist das eine. Ihr seht es gibt auch eine Highscore. Mal gucken, ob wir uns da irgendwie einsortieren können mit einer laufenden Expedition. So, 4,5% der Welt ist im Moment erkundet. Man kann hier auch noch verschiedene Modi umschalten. Das kann man hier noch angucken. Man kann sich hier noch angucken, wer was entdeckt hat. Wofür diese Symbole stehen, weiß ich nicht. Möglicherweise für Pyramiden, vergangene Pyramiden der vergangenen Expedition. Es könnte sein, keine Ahnung. Wobei hier steht extra Pyramiden. Ich weiß es nicht. Das kann mir vielleicht jemand von euch erklären, der schon Erfahrung gemacht hat. Man kann hier auch nochmal auf mehr gehen und dann sieht man im Moment die Score in der aktuellen Expedition. Ich weiß nicht so genau, warum da nur 23 Leute sind. Kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nur 23 Leute hier mitspielen. Vielleicht 23 Leute, die sich registriert haben. Man kann es nämlich registriert oder unregistriert spielen. So, und jetzt noch was. Es gibt ein bisschen was vorweg zu sagen. Um das spielen zu können, müsst ihr nichts runterladen oder so. Das ist ein reines Browser-Game, das ihr hier, wenn ihr auf die Einstellung geht, im Vollbild spielen könnt. Ja. Dazu muss man sagen, die technische Grundlage von The Curious Expedition ist auch quasi ein Browser-Game. Also war das für die keine große Schwierigkeit. So, wir starten erstmal im Prinzip so, aber wir können aus einer Ausrüstung auswählen, die ich mir schon vorher erspielt habe. Und das ist jetzt die nächste Besonderheit. Man bekommt, wenn man Fragezeichen aufdeckt, so nach bestimmten Fragezeichen, nach einer bestimmten Anzahl, sogenannte Ausrüstungspacks zugewiesen. Und je mehr man bekommt, immer im Laufe einer Expedition,
umso besser werden die, umso seltener werden die. Ich glaube, die haben 60 oder 70 verschiedene Packs sozusagen schon zur Verfügung gestellt. Und diese Packs kann man aber nicht in der aktuellen Expedition verwenden, sondern immer in der nächsten, um sozusagen dort seine Ausgangslage zu verbessern. Wenn man dann aber stirbt, wenn man eine Expedition beendet irgendwie, dann ist das verwendete Pack natürlich weg. Das heißt, man muss in der laufenden Expedition immer schon das Pack für die nächste Expedition freigespielt haben. Und ihr seht, das sind die Packs, die ich derzeit hier zur Verfügung habe. Und das ist schon ein bisschen was. Und deswegen gucken wir uns das mal an, was wir hier haben. Einen weißen Tiger-Pack. Kriegen wir einen weißen Tiger als Gruppenmitglied. Dann haben wir ein Peace-Pack für guten Ruf. Ihr seht es, Schmuck und Murmeln. Simple Needs, Konservendosen, Battle Cat, ein Kampftiger dabei. Animal Capacity, ein Tierbetreuer und Wasserbüffel. Das ist vielleicht nicht schlecht. Ich will aber auf jeden Fall eigentlich mal testen, kann ich den Perk, diesen Standard-Pack, kann ich den Starter-Pack auch deselektieren? Oh ja, das kann ich. Sehr cool. Ich weiß nicht. Na, mal sehen. Ich will nämlich gerne auf einen Hunting-Trip gehen mit euch. Das heißt, dort ist schon mal ein Koch dabei, ein britischer Soldat, ein Jagdgewehr und 10 extra Munition. Und jetzt ist die Frage, was nehmen wir dazu? Wir könnten vielleicht diesen Animal Capacity Pack mitnehmen. Das heißt, wir haben hier schon ordentlich was, mit wir mitnehmen können. Und mehr, ja doch, wir können natürlich noch Simple Needs mitnehmen. Das ist doch gut. Also hier die Mitstreiterkapazität ist ausgefüllt dadurch. Wir können noch Speere mitnehmen. Das passt sich ja auch zu unserem Großwildjagdkonzept. Climber Pack. Und mehr dürfen wir nicht. Ah, okay. Dann machen wir was anderes. Wir nehmen hier noch das meisterhafte Taktik-Pack mit. Da können wir, glaube ich, was bringt das noch? Einen zusätzlichen Würfel im Kampf. Das ist gut. So, das ist sozusagen mein Setup für die Expedition, die wir jetzt starten. Wenn ihr anfangt mit dem Spiel und euch registriert, dann habt ihr wirklich erstmal nur das Starter-Pack. Da wird die erste Expedition recht schwierig werden. So, schaut mal, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Die goldenen Siegel, die muss man suchen. Und eben war eine Einblendung, dass gerade jemand ein goldenes Siegel gefunden hat. Egal, wir starten unsere Expedition. Diesmal als Steinwallen gewissermaßen, der so aussieht. Es geht los. Jetzt habe ich natürlich... wisst ihr was? Ich vergessen habe. Ich habe jetzt nicht bewusst ausgesucht, an welchem Außenposten ich starte. Aber das ist auch nicht so dramatisch. Wir gucken uns mal hier die Situation an. Wir sehen, hier ist noch nicht viel erkundet. Wir können ganz weit rauszoomen und jetzt wird so nach und nach gezeigt, wo was in der Nähe... schaut mal, wir starten hier ganz unten, wo was schon erkundet wurde. Ihr seht diese dunkelgrauen, das sind die Erkundeten, die werden jetzt sozusagen nach und nach geladen und ausgebaut. Und wir sehen auch hier eben, da ist ein anderer Spieler gerade unterwegs. Zachariah de... keine Ahnung. Chinesische Schriftzeiten wahrscheinlich. So, wir sind im Außenposten. Wir können da mal kurz reingehen. So sieht der aus. Ist grafisch, glaube ich, erstmal nur noch so ein Platzhalter. Hier können wir nachher Schätze abliefern, die uns Ruhm bringen. Das ist ein altes Konzept. Ruhm ist das, wofür wir in der Highscore hochkommen. Das heißt, es gibt, wir können vielleicht einmal Wasser auffüllen und nochmal Wasser auffüllen. Es gibt hier verschiedene Dinge, die man machen möchte. Erstmal, man möchte Fragezeichen aufdecken, um Packs freizuschalten für die nächste Expedition. Das zweite ist, man möchte Ruhm sammeln, um im Score aufzusteigen. Ruhm gibt zum Beispiel wieder durch Schmetterlinge, durch Plündern von Tempeln, das gibt es nach wie vor, und noch ein paar andere Sachen. Das möchte man. Man möchte neue Regionen entdecken. Das gibt nämlich auch Ruhm. Das ist die, die hier sozusagen noch nicht freigeschaltet sind. Das gibt auch Ruhm, und man geht gewissermaßen in die Geschichte ein. Und man möchte natürlich vor allem Siegel finden, um einen Hinweis zu finden, wo die Pyramide ist. So, das sind so Dinge, die man machen möchte. Und wir starten jetzt einfach mal und ich überlege, ob wir gleich mit dem Panther, mit dem Kampf gegen den Panther hier starten. Ich sehe aber gerade, wir haben überhaupt gar keine Messer oder so, um uns hier durchzuschlagen. Das ist insofern ein bisschen kostenträchtig. Aber gut, wir könnten natürlich versuchen, im Außenposten noch was zu handeln. Wir haben aber nicht wirklich was zum Eintauschen. Alles, was wir hier haben, das möchte ich erstmal behalten. Das heißt, man muss hier auch regelmäßig zurückkommen, um vielleicht auch zu handeln, wenn man was erbeutet hat. So, das nächste ist übrigens, im Außenposten wird man immer komplett geheilt. Und zwar sofort, wenn man ihn betritt. Das ist eine ganz wichtige Sache. So, jetzt gibt es die
die Option. Ich denke, wir sollten versuchen, erstmal hier die Fragezeichen zu finden, zu jagen und dann vielleicht uns mal in die Richtung vorzuarbeiten. Ich begebe mich jetzt mal hier oben hin zu diesem Fragezeichen. Oh, wir sehen, Romalda ist hier tatsächlich auch unterwegs. Die hat aber wahrscheinlich bessere Ausrüstung, deswegen geht sie anders durch die Wälder. Und wir haben eine Höhle gefunden. Also das ist alles so, wie wir es kennen. Wir näherten uns einer Höhle. Ihr felsiger Schlund schien tief in den Berg hineinzuführen. Wir benötigten eine Fackel. So, ich habe leider keine Fackel. Das ist mir im Moment zu riskant, deswegen lassen wir das nicht. Man muss hier völlig andere Risikoabwägungen machen, das muss man mal so sagen. Das Spiel spielt sich wirklich anders. So, wir gehen hier zu dem Fragezeichen. Wir sehen, dass sich unten der Panther bewegt. Und wir haben hier, wenn ich das richtig sehe, direkt mal einen Schrein gefunden. Deswegen gehe ich mal noch ein bisschen weiter, um dann hier gleich fliehen zu können, weil das ist gleich mal... Ach, schaut mal. Hier war offenbar schon jemand. Ich glaube, das ist dann versperrt. Der Eingang zum Schrein war zerstört und unter dem tonnenschweren Gewicht der gewaltigen Steine begraben. Das ist zumindest meine Interpretation des Ganzen. So, können wir Konserven essen? Noch nicht. Dann gehen wir mal hier weiter zu diesem Fragezeichen. Und da haben wir einen Händler. So, und wir sehen, auch hier können wir unsere Mitstreiter aufleveln. Und ich muss gleich mal überhaupt mal gucken. Unser Koch, der kann natürlich Fleisch kochen, das wissen wir. Unser Captain Thaddeus Barrell, der hat geistige Erholung durch Kampf, sehr gut. Und Vahega, der hat guter Ruf, steigt auf einen höheren Wert in kürzerer Zeit. Ja, das läuft hier ein bisschen anders mit dem Ruf. Mit Zeitablauf steigt der Ruf auch wieder. Tierkapazität vergrößert das Inventar. Das ist gut. Ich werde aber erstmal uns selbst, glaube ich, befördern, oder? Ja. Oder vielleicht den Kämpfer, wenn wir jetzt mal gleich kämpfen wollen, machen wir das mal auf die nächste Stufe. So, aber wir sehen, wir müssen jetzt mal dringend ein bisschen Konserven essen. Und ich will angreifen. Ich hoffe, ich kann den Erstschlag durchführen. Er kommt mir entgegen. Wir werden... Oh nein, jetzt ist er noch weitergegangen. Ärgerlich. Dann essen wir noch mal eine Konserve. Und ich will gleich mal jagen und kochen. So, jetzt ist er aggro geworden und wir greifen ihn auch direkt mal an. Und ich hoffe, das geht gut aus. So, wir können... Wir haben natürlich unser Gewehr jetzt dabei. Und wir haben einen Wurf mehr durch unsere Sonderfähigkeit. Und ich bin am Überlegen, müssen wir schon unseren Speer einsetzen? Ich werde... Oder extra Munition. Ich werde mal einmal extra Munition mitnehmen und vielleicht einmal Speer und dann geht's los mit den Würfeln. Da man hier in dieser Browser-Version nicht Drag and Drop machen kann, gibt es hier so eine andere Sache. Hier wird einem sozusagen dann immer die alternativen Möglichkeiten angezeigt. Und ich würde mal sagen, warte mal, kann ich das auch reservieren wieder? Keep, ja, genau, das geht auch. Ich würde mal sagen, wir machen einen Speerangriff. Okay. So, und den behalten wir und dann würfeln wir nochmal. Was haben wir jetzt für Optionen? Einen präzisen Angriff, einen schnellen Schuss, einen gezielten Schuss. Okay, dann würde ich mal sagen, nehmen wir einen gezielten Schuss. Und ich glaube, den behalten wir. Tja, und ob wir den behalten... Ja, wir machen erstmal den gezielten Schuss. Zwei Leben haben wir noch. Also zwei Leben ist noch übrig beim Panther. Wir könnten nochmal extra Munition investieren. Und dann ist er tot. Machen wir das mal. Da haben wir gleich mal einen ersten Erfolg. Okay. Wir bekommen geistige Gesundheit, weil unsere Jäger das mögen. Und wir haben ein paar schöne Sachen bekommen. Tierzähne, das kennen wir, die können wir ja auch gut handeln. Wir nehmen erstmal alles mit und werden dann mal gleich mal anfangen zu kochen. Leider nur verkohltes Stück. Bringt uns nicht so viel. Wir essen es mal gleich. Bringt uns plus zwei. Er muss als Koch natürlich auch erstmal lernen. Das wäre das Nächste, was wir machen. So, wir haben, also das mit dem Jagen scheint erstmal ganz gut zu klappen. Jetzt ist die Frage, kehren wir zurück? Oder versuchen wir hier Neues aufzudecken? Wir haben einmal einen Pelz, der bringt uns eher wenig Ruhm. Der ist zum Handel vielleicht besser. Tja, das Blöde ist, allerdings, wir sollten uns unbedingt hier Messer einholen. Deswegen sollten wir irgendwie zurückkehren. Muss allerdings einen Zwischenstopp machen, weil ich jetzt da nicht hinkomme.
Gut. Lasst uns erstmal hier hinreisen. Wir brauchen unbedingt Messer, merke ich gerade. Unsere Expedition kommt gar nicht klar ohne Messer. Ach verdammt, jetzt habe ich glaube ich einmal zu viel gegessen, weil wir dort sowieso heilen würden. Das ist ein bisschen doof. Schaut, plus 90 Gesundheit. So, jetzt müssen wir mal Ausrüstung kaufen und ich glaube, wir werden... Ja, der Tierzahn ist in den Dörfern besonders gut. Wir werden mal den Pelz versuchen einzuhandeln. In Macheten. Das ist jetzt wirklich wichtig. 10 Macheten. Seide wären vielleicht auch nicht schlecht, aber wir versuchen es erstmal damit. Okay, Handel. So, jetzt sollten wir besser ausgerüstet sein. Wir verlassen den Ort. Ja, sehr gut. Hier unten hat schon jemand anderes entdeckt. Das heißt, wir gehen mal in diese Richtung. Jetzt versuchen mal was Neues. Versuchen mal hier diesen Ort aufzudecken, dieses Quadrat. Und uns gewissermaßen hier in die Geschichte dieser Welt hineinzuschreiben. So, viele, viele Wälder hier in der Gegend. Die ganzen Macheten sind Fujikato schon. Und wir sehen, wir bekommen, weil wir jetzt genügend Fragezeichen aufgedeckt haben, ein Seemannspack, das wir nutzen können beim nächsten Mal. Bei der nächsten Expedition, wenn diese hier, ja, wenn diese hier zu Ende ist, wenn wir sterben oder wenn wir aufgeben. Wir erkunden den Wasserfall und ich glaube, wir werden einmal übernachten. Jetzt gibt es ein spezielles Konzept, das wir uns gleich mal durch den Kopf gehen lassen müssen. Aber erstmal weisen wir die Gruppe anzuhalten und zu Kräften zu kommen. Ein guter Rastplatz und so weiter. Ich blickte tief in die Augen des Gesichts im Berg. Ich war überzeugt, ich blickte in mein eigenes Gesicht. Wer hatte diese unglaubliche Monstrosität in den Fels gehauen? Wann? Und was lag hinter seiner unbeweglichen Fratze? Wir ruhen aus. Und jetzt vergeht Zeit. Und das ist, Zeit ist hier tatsächlich ein nicht unwesentlicher Faktor, den man immer mitbedenken muss. Und ich sehe, wir sind übrigens auch in der Wüste. Deswegen lasst uns mal ein bisschen Wasser auffüllen. Wüste und Wald, das ist eine unschöne Kombination. So, wie spielt Zeit eine Rolle? Zeit spielt insofern eine Rolle, als nach einer bestimmten Zeit unser Abenteurer erschöpft wird vom Abenteuer, vom Ausziehen in die Welt, vom Abenteurern, wollte ich gerade sagen. Und das bedeutet, dass sich die Reisekosten in einem ersten Schritt um 100% erhöhen. Das heißt, es kostet immer mehr geistige Gesundheit und in einem zweiten Schritt dann wie auf 200% und so weiter und so fort. Also um weitere 100 auf 200 und so weiter. Das ist ziemlich hart. Und das heißt, eine Expedition geht nicht unendlich aufgrund dieses Alterungsprozesses des Expeditionsleiters. So, wir versuchen aber trotzdem, das hier zu erkunden. Es könnte schwierig werden, weil das hier so eine super bergige Welt sein könnte. So, wir bekommen jetzt durch Zeitablauf einen Ruf. Und wir sind jetzt, wir sind jetzt in dieser neuen Welt. Und wir sehen auch, wir haben zwei Fragezeichen, die farbig sind, die unentdeckt sind. Und wenn wir die entdecken, dann sind wir der Entdecker dieses Quadranten, so möchte ich es mal nennen. So, und ich sehe, hier ist eine Hyäne. Und ich denke, wir werden versuchen zu jagen. Gehen wir mal rein. So, ich breche mal ab. Und wir werden versuchen, den Erstschlag zu haben und angreifen. So, es sind zwei Hyänen. Am Anfang werde ich, wie gesagt, nochmal Munition und Speer mit reinnehmen und würfeln. Was haben wir denn hier? Haben wir vielleicht auch mal Schild 2 Gegner benommen. Das ist doch schön. Das nehmen wir als erstes, wobei dann immer nur ein Würfel weggeht. Ne? Aber der hat ja auch nur einen Kopfstoß. Sehr gut. Dann gehen wir auf den anderen. Und machen wir den... Oh, schaut mal hier. Speerangriff. Sehr gut. Das machen wir. Und jetzt wäre es ganz gut, wenn wir noch einen Angriffswürfel hätten. Das müsste aber mit dem Gewehr machbar sein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die starke Verteidigung und hoffen, dass wir hier noch einen vernünftigen Schaden machen. Ja, sehr gut. Der Schuss, der ist erledigt. Der zweite ist... Ach nee, das will ich nicht behalten, aber wir können hier nochmal gucken, aber das bringt, glaube ich, nichts. Nee. So, Runde beenden, alles klar. Der kann hoffentlich nichts machen, sehr gut. Damit sind wir wieder dran und die Frage ist, müssen wir noch was investieren? Wir haben ja auch nur einen Krieger, ne? Das ist ein bisschen ein Kämpfer.
Der braucht echt bald mal zwei Würfel. Deswegen gehe ich vielleicht nochmal. Obwohl, vielleicht kriegen wir ihn wieder benommen hin. Ich gehe nochmal mit extra Munition rein. So, was schaffen wir hier? Gegenschlag, präzise Angriff, Schild, Schaden, Schaden 4. Und dann machen wir mal Schaden 4 und dann haben wir noch einen Schaden. Das ist doch super. Okay, erledigt. Sehr gut. Wir können... Wir kriegen wieder Fleisch, wir kriegen Pelze. Ah ja. Ruhm 2, das ist halt nicht viel. Ne? Also Ruhm bekommt man nicht durchs Jagen, da müssen wir dann andere Sachen machen. Also wir nehmen das, wir werden wieder kochen, werden wieder verkohlte Stücke erzeugen, die wir dann essen, was nur 2 bringt. Also der Koch muss auch mal schnell besser werden. Aber wir sehen auch hier oben, wir haben ein Fragezeichen im Blick, das wollen wir uns anschauen. So, und hier haben wir eine Gruft. Ja, Gruften sind doof. Gruften mag ich nicht. Ich werde meinen Koch erstmal steigern. Also ich glaube, wenn man Glück hat, bekommt man in der Gruft einen Geist, der einem irgendwie einen anderen Quadranten aufdeckt. Was? Ich weiß nicht. Vielleicht schätze ich es falsch ein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es hier so viel wert ist. Und das zweite ist, man hat einen fetten Kampf, den ich jetzt nicht unbedingt haben möchte. Deswegen ziehen wir mal weiter in den Norden. Wir haben noch genug Konserven. Im Zweifel können wir auf die zurückgreifen. Hier muss noch ein zweites Fragezeichen sein. Das ist keine einfache Gegend, die wir haben. Und das Fragezeichen finden wir gerade nicht. Das heißt, ich muss leider Konserven zu mir nehmen. Wo könnte es sein? Übrigens, der Kompass, der hat noch eine andere Bedeutung. Der zeigt, in welche Richtung der nächste Außenposten verborgen ist. So, jetzt ist die Frage, links oder rechts? Wo ist das fehlende Fragezeichen? Ich gehe erstmal nach links. Und da war es nicht ärgerlich. Ich will mich jetzt noch nicht zu weit vom Außenposten wegbewegen. Deswegen gehe ich jetzt auch wieder in die Richtung. Wir können dann auf dem Rückweg hier bei der Karawane vielleicht nochmal vorbeischauen. Und da noch die Pelze wieder verkaufen, was Sinnvolles uns kaufen. Da haben wir es. Alles klar. So, und damit haben wir den britischen Soldatenpakt bekommen und wir haben die Region erkundet. Das heißt, wir haben zum ersten Mal Ruhm bekommen. Steinwallen, hier, Region entdeckt von Steinwallen. Das wird jetzt jeder sehen, der hier in der Gegend auch unterwegs war. Also wenn ihr noch euch einloggt in dieser Welt 7 und hier unten loslegt, dann seht ihr hier diesen Erfolg unseres Expeditionsleiters. So, wir müssen leider nochmal Konserven essen. Was ist denn das hier eigentlich? Eine Steinstatue. Wir müssen nochmal essen. Ja, ich gehe direkt mal dahin, einmal zur Statue und vielleicht auch gleich die Hyäne jagen. Aber die haut ab. Dann müssen wir erstmal die Statue untersuchen. Ich betrachte die eigenartige, überwucherte, aus Granit gefertigte Statue. Die sorgfältig ausgearbeiteten Augen schienen uns zu verfolgen. Wir fühlten uns in ihrer Anwesenheit unwohl und wir beschlossen, möglichst bald weiterzureisen. Aber wir bemerkten ein paar Gegenstände am Fuße der Statue. Sie mussten von den Bewohnern eines nahegelegenen Dorfes dort abgelegt worden sein. Es schienen Geschenke für die Götter dieser Region zu sein. Wir untersuchen die Beute. Haben rote Beeren, Trommeln. Trommel weiß ich nicht, was das bringt. Und Fackeln. Das können wir gut gebrauchen. Müssen wir ein bisschen was ablegen. Und verdammt, Vahega schien von unserer Begegnung mit der mysteriösen Statue sichtlich erschüttert. Das ist nicht so gut. Der ist abergläubisch. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der mag das nämlich jetzt nicht, wenn wir auch zukünftig sowas tun. So, wir werden mal... Obwohl, warte mal... Werden wir jetzt rote Beeren essen? Ja, komm, die vergammeln sonst eh. Wir essen jetzt erstmal ordentlich rote Beeren. Und wir schmeißen einmal Wasser weg. Und zwar dieses hier. So, Trommel. Ich weiß nicht, was die Trommel bringen. Ich hab's, glaube ich, schon wieder vergessen. Ja, Leute, dann gucken wir mal beim Händler vorbei. Oder wollen wir dort noch einen Kampf machen? Wollen wir hier oben erkunden? Ist so ein bisschen unklar. Der Weg dorthin ist weit, das muss man sagen. Hier unten ist aufgedeckt. Da ist es ziemlich gebirgig.
Wisst ihr was? Ich versuche erstmal doch noch die Hyäne zu töten, damit wir ordentlich was haben hier beim Händler. Aber liebe Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Dann geht's weiter. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sind jetzt ein bisschen andere Bedingungen. Ich habe keine Ahnung, wie lange jetzt so eine Expedition laufen kann. Aber ich denke, wir ziehen es mal durch. Und Ziel ist es natürlich, möglichst irgendwie anständig in die Highscores dieser Welt zu kommen. Und vielleicht gelingt uns ja ein bisschen mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.